mit reinnehmen, eben in das Thema mit dem Heiligen Geist zusammenleiten, also geistgeleitet führen. Und ich will euch ganz kurz was zu meiner Person sagen, damit ihr es ein Stück weit einordnen könnt, was wir so einfach machen. Und vielleicht vorher, ich mag es nicht, einen Vortrag halten, der nur in biblische Themen hineingeht, was mega gut ist, also wir werden in die Heilige Schrift reingucken, so, ne? Sondern auch eben aus der Praxis ein bisschen erzählen. Und vielleicht nachher auch, wenn da noch Zeit ist, aber ich habe jemanden, der aufpasst auf meine Zeit, dann würden wir einfach ein Stück weit auch noch Möglichkeit haben für Rückfragen oder so. Vielleicht planen wir das auch ein, das wäre einfach auch gut oder so ein Austausch, ne? Okay, also, ich bin 48 Jahre alt, bin verheiratet mit Veronika. Maus, vielleicht kannst du mal aufstehen und mal kurz winken. So, wir haben zwei wunderbare Kinder, Clara und Aaron, die sind 16 und 19. Das ist einfach wunderbar. Wir sind mittlerweile, haben wir eine Kirche gegründet. Wir waren ganz, ganz viele Jahrzehnte auch Mitglied in einer evangelikalen Gemeinde. Aber wir haben einfach gemerkt, er hat uns wirklich rausgerufen, neu zu gründen, weil wir uns einfach ausgestreckt haben nach mehr von dem, was wir einfach hier in der Heiligen Schrift lesen, was wir in der Apostelgeschichte, in der Evangelien, überall in den Briefen lesen, nämlich das Wirken des Heiligen Geistes. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe einen ganz normalen Beruf, also Pastor ist auch ein super Beruf. Nein, aber ich meine, ich habe einen Beruf in der Wirtschaft. Ich darf als Geschäftsführer ein Unternehmen führen, was nicht mir gehört, sondern Katja ist die Gesellschafter und ihr gehört das Unternehmen. Das ist auch eine wunderbare, feurige Nachfolgerin von Jesus. Und ich darf das führen seit einigen Jahren. Einfach, dass ihr so ein bisschen den Rahmen habt. Wir sind circa 150 Leute im Unternehmen und haben uns in den letzten Jahren, da komme ich gleich ein bisschen drauf, mehr als verdoppelt und in einigen Bereichen verdreifacht. Wie das gehen kann, sage ich euch gleich. Da gibt es ein sehr einfaches Rezept. Seit 2,5 Jahren ungefähr haben wir auch diesen Ruf bekommen, meine Frau und ich, wirklich aus Gemeinde herauszutreten, auch in Liebe, nicht im Streit, weil wir einfach den Hunger hatten nach etwas Neuem. Den Hunger hatten, wirklich mehr, nicht nur mehr vom Heiligen Geist, sondern mehr von dem zu erleben, was wir in der Bibel lesen. Mehr zu erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen gerettet werden und auch, dass Menschen einfach in ihre wirkliche Bestimmung kommen. Und das wollten wir einfach mehr erleben. Und wir haben einfach gemerkt, dazu braucht es etwas Neues, ein neues Gefäß. Und seit letztem Jahr Oktober haben wir diesen sehr, sehr mutigen Schritt für uns gemacht, Gemeinde zu werden und sind jetzt auch dabei, mit allen möglichen Herausforderungen Gemeinde zu bauen. Wir haben ein wunderbares Team, sowohl im Leithaus, das so heißt unsere Gemeinde Leithaus Haiger, als auch bei uns im Unternehmen, das ist die Franz Hof GmbH in Haiger. Das ganz nebenher ist uns mega wichtig, dass wir eben nicht nur in unseren kleineren Bereichen wirken, wie zum Beispiel Firma oder Church, sondern für uns heißt es eigentlich viel mehr, dass wir in jeden Gesellschaftsbereich hineingehen, in jeden der Seven Mountains und dort wirken. Ja, dass wir nicht unseren Glauben zum Beispiel auf den Sonntagmorgen beschränken, sondern ganz im Gegenteil, dass wir an jedem Tag in der Woche, in jedem Lebensbereich, wie Matze es eben gesagt hat, Salz und Licht sind. Ne, überall da, wo wir hingehen. So, das ist uns wichtig. Und wir vernetzen uns deshalb auch mit Institutionen in der Stadt. Wir sind eine kleine Stadt, auch da ein bisschen Kontext für euch. Haiger liegt bei Siegen, wem das jetzt nichts sagt. Amen. Das ist so das Dreiländereck, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz. 100 Kilometer südlich von uns ist Frankfurt, 100 Kilometer nördlich ist Köln, Dortmund so. Und wir liegen genau da dazwischen am Fuße des Westerwaldes. Das ist eines der Erweckungsgebiete in Deutschland. Es gibt vier. Übrigens hier in der Region ist auch eine Erweckungsregion. Amen.
Und wir haben auch eine solche Erweckung gehabt in den 1850er, 60er Jahren. Und da waren es eben Laien, die diese Erweckung angeleitet haben. Gott hat ihnen das anvertraut. Es war eine pietistische Erweckung. Und es ist wunderbar. Aber wir müssen sagen, bis heute ist es so, dass in unserer Region kaum charismatische oder Pfingstgemeinden sind, sondern ein Stück weit vorherrscht, und bitte lasst es mich nur zur Unterscheidung sagen, nicht zur Urteilung über anderen, aber so ein bisschen vorherrscht, Gott Vater, Sohn und Heilige Schrift. Ja, das ist Zessationismus, Berliner Erklärung oder auch so ein, hey, der Geist weht, wo er will, du musst da nicht dich ausstrecken oder so. Und das ist ein Stück weit unsere Realität. Und deshalb ist auch spannend bei uns in der Region mit diesem Thema Heiliger Geist, Gnadengaben oder so, oder auch dann eben in die Gesellschaft hineinzugehen. Aber was wir gemerkt haben, also wenn wir sagen, Heiliger Geist, du darfst kommen, aber nur mit ein bisschen prophetischen Worten, das andere lass das mal draußen, dann wird es nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und wir haben bei uns gesagt, in den Gottesdiensten auch, wir wollen alles zulassen. Ja, wir wollen, dass der Heilige Geist mit allem kommt und ihn nicht begrenzen. So, das ist uns wichtig. Okay. Jetzt noch ein Stück weit, ich habe euch all diese Sachen gesagt, Gesellschaft fehlt noch ein bisschen, wir engagieren uns als Unternehmen, aber auch als Church oder auch dann als Individualperson, auch in der Gesellschaft, also Suche der Stadt Bestes. Ich zum Beispiel auch in der Bildung, wir haben ein Projekt mit einer Schule in Haiger, wo wir zum Beispiel jungen Menschen die Möglichkeit geben, von der 8. Klasse, 7., 8. Klasse an, je nachdem wann sie ihren Abschluss machen, 2 Jahre vor dem Abschluss, dass sie dann schon freiwillig in Unternehmen gehen können und können einmal pro Woche das und kennenlernen. Denn die jungen Menschen haben Angst vor Veränderung ihrer Situation. Die Schule ist oft die einzige Konstante für sie in ihrem Leben, die sie gar nicht mal mögen. Und im ersten Jahr haben 10 Kinder mitgemacht, im zweiten Jahr waren es schon 30 und jetzt sind es 70. An der Spitze werden es 180 sein. Der erste Elternabend waren, ich glaube, 12 Eltern, der zweite waren 30 und beim letzten 230. So, ne? Und jetzt haben wir mehr Schüler, nicht genug Schüler für alle Firmen und Handwerksbetriebe, die teilnehmen. Fast alle werden vermittelt. Also das ist eine Quote von Vermittlung in Ausbildung. Und damit, und das ist uns wichtig, nicht nur den Arbeitskräftemangel zu beseitigen, sondern wir geben den Kindern Selbstbewusstsein. Wir wollen, dass die wissen, ich kann was. Ja, ich bin nicht irgendwie übrig. Ich gehe in was Neues rein und ich werde da gebraucht. So, ne? Und das verschafft uns wiederum in der Gesellschaft aber auch ein Ansehen. Und dann sagen die, hey, der Typ ist zwar ein bisschen verrückt mit seinem Jesuskram, aber der macht coole Sachen. So, ne? Und das ist auch ganz wertvoll. Und deshalb ermutige ich euch alle, dass ihr auch euch nicht begrenzt auf eure Church. Das war auch übrigens, da werde ich heute Abend drüber predigen. Niemals der Gedanke von Jesus, dass wir Erlösungssysteme schaffen für Sonntagmorgen, sondern dass wir das Königreich Gottes in der Gesellschaft aufrichten. Okay, aber das ist ein Thema für heute Abend. Ich darf mein Pulver nicht verschießen. So, aber wisst ihr, Beruf, also Familie, Job, Gemeinde und auch Gesellschaft, ich würde sagen, all das ist ein Teil meiner Berufung. Nichts mehr und nichts weniger. Das ist alles Berufung. Also nicht das eine ist wichtiger. Hey, wenn du einen Hauskreis hast seit 20 Jahren, wo jemand noch dazukommen darf oder nicht, wenn nicht, würde ich ihn zumachen. Aber wenn, ist super. Und deshalb bist du mehr wert wie der, der in seinem Job mit seinen Leuten irgendwie gut umgeht oder so. Das wollen wir nicht aufwiegen, sondern wir wollen wirklich, dass wir das als ebenbürtig sehen. Und dass wir für die Menschen beten, auch die in der Wirtschaft oder im Handwerk oder im Geschäft oder sonst wo sind. Okay. Und ich will euch eine erste Aussage von mir mal weitergeben, die mir ganz wichtig geworden ist und sowas, was mir irgendwie aufgefallen ist. Weil wie viele Leute von euch arbeiten in zum Beispiel einem Industrieunternehmen, einem Handwerksunternehmen oder so? Könnt ihr mal gerade die Hand heben? Oder in einem Geschäft oder in der Schule? Okay, und jetzt die Frage, trennt ihr ein Stück weit Schule, Wirtschaftsunternehmen und Behörde und so weiter von eurer Church? Wer macht das ein Stück weit? Mal echt, oder wer rennt da rum und betet für Leute oder so? Sehr gut, das ist gut. Aber ich will euch was sagen.
Für mich ist es, wahrscheinlich muss da hinten, ja, es funktioniert ein bisschen langsamer. Jetzt. Mein erstes Quote für euch ist einfach in dem Ganzen: Warum sollte ich als Leiter auf den besten Ratgeber der Welt und die größte Weisheit auf Erden verzichten? Mal ganz ehrlich, in all den Höhen und Tiefen, die wir auch im Geschäftsalltag erlebt haben und erleben, jedes Mal, bei allen Anforderungen täglich, wo Menschen kommen, kann ich es mir gar nicht leisten, auf den Heiligen Geist zu verzichten. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Wisst ihr, der Heilige Geist kommt mit Worten der Erkenntnis. Der Heilige Geist kommt mit prophetischen Worten, die ermutigen. Der Heilige Geist kommt mit Weisheit, in einer bestimmten Situation klarzukommen. Wir können es uns nicht leisten, auf ihn in unserem Job zu verzichten. Oder auch beim Führen einer Gemeinde oder eines Werkes oder auch wenn du in der Schule, im Kindergarten oder sonst wo arbeitest. Zapf diese Quelle an. Das ist so immens wichtig. Und ich will euch will einsteigen so mit ein, zwei Zeugnissen vielleicht einfach, wo wir das erlebt haben. Oder ich sage euch erstmal kurz, wie wir als Firma uns aufgestellt haben, was wir da gemacht haben. Also auch mit dem Heiligen Geist führen, in dem Beispiel einfach mal mit für uns als Unternehmen. Als ich vor 8 Jahren in mein jetziges Unternehmen gekommen bin, war das Unternehmen ungefähr halb so oder ja halb so groß oder sogar noch ein bisschen kleiner und hatte riesig investiert. Und wir haben richtig reingeplockert, um dann nach einer Zeit zu wissen, ich habe euch eben gesagt, Katja ist die Gesellschafterin, ihr gehört das Unternehmen, wir führen das gemeinsam. Und dann haben wir gesagt, hey, wollen wir wirklich, und da hat uns ein Freund zu ermutigt, hat uns den guten Tipp gegeben, wollen wir wirklich Umsatz, Marktanteile, Profit, Mitarbeiter, bla bla bla, wollen wir das wirklich so planen, wie ich das zum Beispiel aus dem Konzern kannte? Ich habe also in vielen größeren Unternehmen gearbeitet. Wollen wir das so machen oder wollen wir das mal anders machen? Und dann haben wir gesagt, wir machen das anders. Wir nehmen uns jetzt 2 Wochen Zeit, wir ziehen uns getrennt voneinander zurück und beten und hören auf Gott und sagen, Gott, wir haben keine Grenzen, wir träumen ohne Limit, wir wollen, dass du bestimmst, wo wir uns als Unternehmen hinentwickeln, wo du unsere Ziele für die Zukunft siehst. Wir wollen, dass du das bestimmst. Und dann haben wir das gemacht und haben das aufgeschrieben, getrennt voneinander. Und dann sind wir 2 Wochen später zusammengekommen und hatten so Zettel da liegen. Und dann haben wir irgendwann so beide die umgedreht. Und was soll ich sagen? Von ganz vielen Zielen waren die meisten komplett übereinstimmend. Bis hin zu der Spendensumme, wo wir gesagt haben, die wollen wir in 10 Jahren jedes Jahr ins Haus des Herrn spenden. Das heißt einfach weltweit, egal welche Organisationen und Sachen und so weiter. Wir haben gesagt, das ist unser Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, muss ich schon sagen, muss ich unser Unternehmen vervielfachen. Das haben wir schon gewusst. Wir wollten aber auch ein Ort werden, wo Menschen heil werden können. Wir wollten Gemeindegründung unterstützen. Wir wollten unterstützen, dass die Einheit in der Region gewahrt wird. Wir wollten aber auch ein exzellentes Unternehmen werden. Also wir wollten jetzt nicht sagen, wir sind nur ein Sozialverein, bitte nicht falsch verstehen, sondern wir wollen nach menschlichen Gesichtspunkten exzellent sein. Wollen so ein attraktiver Arbeitgeber sein, mit der besten Technologie, das schneidet sich nicht, das bedingt einander. Ne, wir können Jesus leidenschaftlich nachfolgen, großzügig sein und gleichzeitig nach weltlichen Gesichtspunkten richtig attraktiv sein, richtig technologisch fit, die besten Leute holen. Hey, und das haben wir gemacht. Und ja, wir haben uns auch angestrengt, ja, wir haben auch Sachen gut gemacht und ja, der Herr hat uns auch begabt und das setzen wir ein, als treue Verwalter. Und was passiert ist, ist einfach, die Mitarbeiterzahl ist von ungefähr 70 auf jetzt 155 gestiegen in ungefähr 5-6 Jahren. Unsere Investitionen haben sich vervielfacht, der Unternehmenswert hat sich vervielfacht, der Gewinn hat sich in der Spitze vervielfacht und der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt. Und die Spendensumme hat sich vervielfacht. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen und deshalb glauben wir auch, dass der Herr uns weiter da voranschieben wird. Aber nicht, weil wir einfach sagen, der Herr ist wie ein Stöppelautomat, du schmeißt oben was ein, ziehst unten was raus, sondern nein, weil wir wissen, wenn wir unser Herz auf ihn ausrichten, wenn wir nach seinen Dingen streben, wenn wir die Ordnungen Gottes hochhalten, dann stellt er sich zu uns. Und so war es auch in der Krise. Einfach noch ein Testimony. 2020
haben wir einen Umsatzeinbruch von 25% gehabt, das sind viele Millionen Euro. Und wir haben irgendwann in der Krise, im März war es abzusehen, dass es so kommt, gesagt, okay, was müssen wir machen? Und ich darf einen Teil meiner Arbeitszeit für, also es ist alles Reich Gottes, auch die Arbeit, aber ein Stück weit auch für andere Sachen im Reich Gottes, in Deutschland, in Sachen oder auch in der Church nutzen. Und bin auch heute einen Tag in der Woche freigestellt. Also freitags ist mein Sabbat, das Unternehmen mir gewährt, einfach. Und da habe ich so gesagt, boah, in dieser Krise, Carlos, musst du das alles absagen. Du musst deine Sachen, wo ich mal vielleicht als Dozent tätig bin oder Sachen unterstütze irgendwo, die musst du absagen, du musst jetzt 100% hier sein. Und da hat mir Gott ganz klar gesagt, nee, Carlos, genau das Gegenteil, mach weiter. Und dann haben wir auch beschlossen, Katja und ich, wir werden niemanden entlassen. Wir werden niemanden entlassen. Und wir haben beschlossen, wir werden unsere Spenden nicht zurücknehmen, sondern wir werden in gleicher Weise weiter spenden. Und wir haben auch ein Stück Kurzarbeit gemacht. Am Ende des Jahres war es so, wir haben keinen Verlust gemacht. Wir haben die höchste Spendensumme jemals gemacht. Wir haben keine Mitarbeiter entlassen. Und im nächsten Jahr ist das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte gewesen. So, und das ist einfach so eine Testimony, wo Gott sich dazustellt. Und jetzt gerade sind wir wieder in einer Krise. Wir hatten mega, mega Jahre, so, wir haben gespart, wir haben auch letztes Jahr früh genug erkannt, hey, wir müssen uns darauf einstellen. Wir haben wieder gesagt, wir wollen niemanden entlassen. Aber ein Teil unserer Kunden, die Wärmepumpen und Heizungen und so herstellen, es läuft im Moment nicht so das Geschäft. Die haben kaum Arbeit und wir leiden auch darunter, aber wir, wisst ihr was, wir gehen voller Ruhe und voller Frieden da rein, weil wir wissen, der Herr stellt sich zu uns. Und wisst ihr was, auch die Mitarbeiter, die nicht glauben, die nehmen diese Ruhe wahr. Und teilweise sagen die, hey, bei euch ist das ja besonders, ihr habt da ja so eine besondere Connection. So, ne? Und das ist richtig gut. Und das ist unser Alltag dort. Noch eine Testimony von der Arbeit. Wir starten montags morgens mit einem Gebetskreis. Das ist freiwillig, 15%, 10% ungefähr der Mitarbeiter nehmen da teil. Und vor ein paar Wochen kam ein junger Mann dazu, den ich natürlich kenne. Ich versuche jeden Mitarbeiter mit dem Vornamen zu kennen und möglichst auch jeden Geburtstag in meinem iPhone zu haben und möglichst, wenn es geht, jedem zu gratulieren. So, das wird jetzt langsam schwierig, aber der Wille ist noch da. So, und da war ein junger Mann und der kam mit und der sagte dann, ja, ich bin schon so oft gefragt worden, so, der Holger hat mich mitgebracht, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier mache, so, aber ich habe meine Bibel geschenkt bekommen, ich habe angefangen, da drin zu lesen, so, ne, ja, bleib mal hier. Und dann kam so im Gebet auch, ne, wir beten dann alle irgendwie, das Ding, lass ihn nachher da, lass ihn nicht gehen. Und dann gesagt, hey, bleib mal kurz hier, was empfindest du, wenn du da drin liest? Ja, irgendwie macht mir das schon Hoffnung, ich verstehe das nicht alles, aber es macht mir Hoffnung. Und dann einfach die Frage, weil der Heilige Geist es so aufruft, hey, willst du nicht immer diese Hoffnung haben? Willst du nicht in der Sicherheit in dein Leben gehen? Willst du nicht? Und er sagt, ja, das will ich. Ich sage, hey, dann machen wir das jetzt fest mit Jesus. Du bekommst dann von mir einen Stempel und damit weißt du, ich bin gerettet und niemand kann mich wieder da rausholen. Und er sagt, das will ich. So, und dann haben wir mit ihm gebetet. Und dann hat er Jesus empfangen, nachher noch einen Bibelvers per WhatsApp bekommen und den dringenden Hinweis, schließ dich einer Gemeinschaft an. Egal ob ein Werk, eine Church, eine Gemeinschaft, whatever, im Hauskreis, schließ dich irgendwo an. Entzieh dich nicht der Gemeinschaft. Es muss Menschen geben, die sich um dich kümmern, die dich sehen. Okay? Das war vielleicht so ein kleines Wort der Erkenntnis. Und gleich erzähle ich euch noch ein bisschen mehr darüber. Aber das sind Dinge, die alltäglich sind. Das sind Dinge, die alltäglich passieren. Und ich glaube, die können jedem von uns passieren, wenn wir uns mehr oder weniger auf den Heiligen Geist einlassen. Denn er ist der Paragletos, ja, der zur Hilfe gerufene, der herbeigerufene. Das ist was Aktives, ihr müsst ihn rufen. Wir wollen das gleich auch nochmal zusammen machen. Und übrigens immer wieder, an Pfingsten wurden die Jünger und alle die Freunde so richtig gefüllt mit Kraft. So, ne? Apostelgeschichte 4 lesen wir, ein bisschen später, die trafen sich im Obergemach, haben als ein Mann gebetet und Frau, so, und schon wieder kam der Heilige Geist auf sie. Hey, wir brauchen diese Füllung ständig und neu. So, und das wollen wir einfach tun. Wir brauchen ihn. Okay. Ich möchte ein Stück weit reingehen in
ein kleines Stückchen lehre und euch aber immer wieder auch Beispiele geben, wie das funktionieren kann. Und wenn es irgendwelche dringenden Sachen gibt, so ganz brennende Fragen, dann fragt zwischendurch und ansonsten machen wir es vielleicht am Ende, wenn es noch passt. Okay, grundsätzlich, was Leitung angeht, so glaube ich, ist es wichtig, dass wir so eine Art dienende Leitung, Servant Leadership ist so der moderne Begriff, aber eine dienende Leitung haben. Bei uns im Unternehmen zum Beispiel wird keiner Leiter, und wir sind 16 in der Leitung des Unternehmens, niemand Leiter, der nicht vorher gezeigt hat, dass er dienen kann. Niemand. Ich habe einen jungen Mann gehabt, ist heute einer unserer besten und stärksten Leiter im Unternehmen, der wollte unbedingt nach oben. Und er hat das so, das kam aus allen Poren und da war Verletzung, da war, ich muss was leisten, damit ich Liebe von meinem Vater bekomme, all das und so, ne? Und das kennen vielleicht viele von euch, ich kenne das in anderen Weise, aber wir haben 2 Jahre einen Prozess durchgegangen und der wäre fast verrückt geworden und ich war mega genervt und dann war es aber soweit und es ist heute so schön, das ist so ein guter Leiter, ja, und er ist kein Christ, er weiß noch nicht, dass er Christ ist. Also da sind wir wohl dran. Aber er ist so ein guter Leiter. Und deshalb brauchen wir dienende Leiterschaften. Jetzt gibt es 2 Sachen. Wir können nach eigenem Ermessen mit eigener Kraft leiten. Das habe ich ganz viele Jahre probiert, auch als ich schon gläubig war. Meine Frau und ich, wir waren, habe ich eben gesagt, viele Jahre auch in der evangelikalen Gemeinde. Und da gilt so ein Stück weit auch, oder galt bei uns ein Stück weit und für mich so das Prinzip, hey, du musst was leisten. Du musst was leisten, du musst was nach vorne bringen. Und übrigens, bei uns war es in der Gemeinde so, wenn du junger Mann bist, erfolgreich, extrovertiert und die Omas haben dich lieb und knuddeln dich, dann bist du für das Ältestenamt absolut geeignet. Und so bin ich ein Ältester geworden. Völlig ungeeignet. Und das war ganz, ganz viel. Das hat mega wehgetan. Und es war viel, viel Kraft erforderlich, auch für uns beide, weil es alles aus eigener Kraft passiert ist. Und das ist nicht gut, sondern wir sollen das aus seiner Kraft tun, ja, aus ihm heraus. Und deshalb menschliches Ermessen, eigene Kraft versus Leitung mit dem Heiligen Geist, in Autorität. Ja, das ist ein Gamechanger für unseren Alltag. Das ist der Beistand, was ich eben gesagt habe, ne, der Freund, der Helfer, der Anwalt, der Parakletos. Und lasst uns einfach diese beiden Bibelstellen mal anschauen. Ne? Die erste ist Johannes 14. Ne? Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht kennt und weil sie ihn nicht sieht, noch erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Und eigentlich steht es Bibel auf, Bibel ab. Und so richtig verstanden haben wir das noch nicht. Hey, Jesus war es ganz wichtig. Er hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe. Also Jesus selbst hat das gesagt. Es ist besser, dass ich gehe, denn dann kann ich den Vater bitten, euch einen besseren Tröster zu schicken. Jesus war das wichtig. Lasst uns mit diesem Geschenk nicht schlecht umgehen. Das ist mir wichtig, das ist so ein bisschen mahnend sogar. Es muss euch wichtig sein. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist nicht ein Lüftchen, ein Hauch, ein Gefühl. Auch nicht hier im Worship schön, ne? Jetzt Goosebumps, jetzt spüre ich den Heiligen Geist. So, ne? Nee, das ist es nicht. Es ist Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Stellt euch das vor wie ein Reigentanz. Da sagt immer der eine, nee, der Sohn ist vorne. Nein, der Vater ist vorne. Nee, der Geist ist vorne. Wie ein Reigentanz. Die drei kriegen das schon auseinander. So, ne? Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Bei uns war es manchmal so, auch gerade im Bereich von evangelikalen Gemeinden oder stärker Brüdergemeinden, alten Versammlungen, so, ne, die wir echt lieben. Aber ein Stück weit sind die Menschen auch zu uns gekommen und sind jetzt mit Teil unserer Kirche auch so, ne, und haben so eine Transformation erfahren. Und jemand aus unserem Team, ganz, ganz eng auch an unserem Herz, hat gesagt, boah, am Anfang war es für mich so, hey, du willst mir meinen Jesus klein machen. So, ne? Wir betonen den Heiligen Geist so stark und dann wird mein Jesus kleiner gemacht. Wisst ihr, was passiert ist, seit wir den Heiligen Geist einladen, in ihm gehen und immer mehr lernen, mit ihm zu gehen?
fast unisono, für unsere ganze Kirche kann ich das sagen, ganze ist überschaubar, ganz, jeder liest mehr Bibel. Jeder. Alle lieben Jesus mehr. Da ist richtig was entstanden. Ein Hunger, in Gottes Wort zu lesen und ein Hunger, Jesus groß zu machen. Ein Hunger von Evangelisation. Heute Morgen habe ich noch eine WhatsApp, haben wir in unserer Family Group gehabt, also Church Family Group. Ich habe es eben Ben und Matze erzählt. Ne? Die erzählen ja manchmal von vielen Leuten, die zum Glauben kommen. Aber heute Morgen war es eben eine Person. Ja? Mit dieser einen Person hat sich Ralf getroffen. Und diese eine Person, die Frau, hat schon ganz lange für ihren Mann gebetet. Und wir haben ihn eingeladen zu Alpha-Kursen und so weiter. Und heute Morgen hat er Jesus sein Leben gegeben. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist eine Person. Und die Woche davor war es eine, die Woche davor waren es zwei und die Woche davor waren es vier. Einfach so. Warum? Weil wir Hunger haben. Weil uns das wertvoll ist. Weil Jesus das wertvoll ist. Wir wollen das, was Jesus will. So, gut. Der Beistand, das ist mega wichtig. Und lass uns das einfach noch lesen kurz. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch in allem lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Wisst ihr, das ist total wichtig. Das ist so geplant und so vorbereitet für uns, dass wir in diesen Werken gehen und dass wir echt ein Vertrauen haben, dass der Heilige Geist wirklich alles in uns zum Guten bewirken will. Okay, ich möchte ein Stück weit einsteigen in zwei wichtige Dinge, und zwar die Bereiche Frucht und Kraft. Und es ist folgendermaßen, ihr kennt die Frucht des Geistes, das Galater 5, 22, 23. Kennt ihr die? Einmal Hand hoch. Ja, so. Wenn ich sie aufsagen lassen würde, wird es jetzt schwierig. Aber fällt mir selbst, ich vergesse auch immer eins oder zwei. Hey, Gottes Geist verändert uns. Ja, der heiligt uns und er gibt uns Anteil an Gottes Wesenszügen. Das bedeutet Frucht. Also die Herrlichkeit Gottes wird präsent in unserem Leben. Also die Umgebung merkt das. Wisst ihr, das ist wichtig. Wenn wir mit dem Heiligen Geist leiten, dann heißt das nicht nur in Kraft, in Worten der Erkenntnis, möglichst in Kraftwirkungen. Wir kommen gleich noch kurz zu den Gnadengaben auch. So, ne, dass Schakalaka die Sachen passieren, was wir alle lieben, was auch total schön ist und was dazugehört. Sondern es gehört eben ganz am Anfang, und ich finde zuerst dazu, dass wir verändert werden. Dass wir wirklich verändert werden, dass die Herrlichkeit sichtbar wird. Dass Menschen sagen, boah, der Carlos, früher, ich will das wirklich mal sagen, und ich war schon gläubig. Da war es so im Konzern, ne? Dann schreibt man E-Mails, die sind oft spitz, ne? Dann schickt man Sachen hin und her und Verantwortung und so. Und ich konnte nie leiden, wenn meine Mitarbeiter von irgendjemandem ungerecht behandelt wurden. Und dann wurde ich so richtig, boah, stinkig. Und ich konnte das, und vielleicht kann ich es noch, ich will es nicht mehr, richtig fies sein. So fies wie, man spricht ganz leise und du merkst, jetzt will ich eigentlich nicht mehr hier sein, wenn ich sowas gesagt bekomme. Und wisst ihr was? Das funktioniert nicht. Wenn ich ein guter Leiter sein will, ja, mir passieren Fehler, mir passieren mega viele Fehler. Aber wenn ich ein guter Leiter sein will, dann muss die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar sein. Dann muss ich lernen, langmütig zu sein. Dann muss ich mir auf die Zunge beißen, in dem Moment, wo ich was Doofes sagen will. Dann muss es auch wirklich sein, dass ich mich nicht mehr an jedem Witz beteilige. Sorry, ich fand es so cool, dass der Ben das eben gesagt hat. Da müssen wir ein Stück weit kompromisslos sein. Ich muss nicht jeden Witz mitmachen. Und ich muss auch Menschen vielleicht anders behandeln. Und ja, wenn mir Unrecht getan wurde, dann zahle ich es nicht direkt zurück. Sondern ich versuche mit Liebe den anderen zu schauen, sagen, aus welcher Situation und Motivation hat das gemacht. Hey, für meine Feinde zu beten, das ist echt sowas, was wir lernen können, was ziemlich schwer ist. Aber das gehört dazu.
Und das Zweite ist aber dann eben auch Kraft, ja, die Gaben des Geistes. Gott befähigt uns, und das ist so ein zweiter Flügel. Die Frucht ist für mich mein erster Flügel. Stellt euch eine Taube vor, okay? Der erste Flügel ist die Frucht und die zweite ist die Kraft, ja? Und in dieser Kraft eben, Gott möchte durch uns anderen Menschen dienen. Ich glaube, ich habe nicht weitergemacht, ne? Ah doch, ich war richtig. Wir müssen da bleiben. Also Gott möchte durch uns anderen Menschen dienen. Und dazu gebraucht er uns und unsere Gaben, aber er handelt eben auch durch Wunder, die außerhalb unserer Möglichkeiten sind. Auch da gebe ich euch gerade ein Beispiel. Da kommt eine junge Frau zu uns, zu mir. Sie ist bei uns beschäftigt, ich habe die total gerne, die ist mega engagiert und die ist so eine richtige, wenn man der was sagt, lass uns das so und so machen, dann macht die das 100% so. Gibt es keine Abweichung. So, ne? Das nervt manchmal die anderen, aber die macht das 100%. So, nein, das ist richtig gut. Und sie kommt zu mir an einem Mittwoch vor Heiligabend in der Corona-Zeit. Samstag war Heiligabend. Und sie kommt weinend mittags zu mir rein und hat eine FFP2-Maske auf. Und dann sagt sie mir, Carlos, schluchzend, ich kann unseren Termin nicht wahrnehmen, ich muss jetzt nach Hause gehen, ich habe Corona, ich bin positiv. Und das war ja noch so die heiße Zeit, ne, und wir haben das auch sehr ernst genommen als Firma, beides. Wir haben die gesehen, die Angst hatten vor Corona und vor Ansteckungen und für ihre Leute. Und wir haben auch die gesehen, die gesagt haben, boah, mir fällt es schwer, ich fühle mich da beeinträchtigt und so weiter. Wir haben immer beide Sachen gesehen und haben für beide das Beste gesucht. So, ne? Also, aber wir haben uns an die Gesetze gehalten und wir haben uns an die Regeln gehalten, denn das steht auch in der Bibel, das sollen wir tun. Ja? Okay, und sie kam auf jeden Fall in dieser Zeit rein und sie sagt, ich habe so eine Angst gehabt, weil meine Familie hat Angst vor Corona und ich werde jetzt nicht am Samstag Heiligabend mit ihnen feiern können. Ich habe mich heute Morgen zu Hause getestet und war negativ und eben habe ich ein paar Tests gemacht und ich war positiv. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, wir können beten, ich habe Glauben, dass du geheilt wirst. Und sie sagt, ja, das will ich. So, ne? Und wir haben gebetet, ich habe ihr die Hände aufgelegt, ich habe für sie gebetet. Und Samstagmorgen, also 2,5 Tage später, habe ich ihr eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, hey, mach mal einen Test, du müsstest negativ sein, weil wir hatten das Empfinden, wir haben gebetet, du bist geheilt. Und kurze Zeit später meldet sie sich und sagt, ich kann es nicht glauben. Ich habe mehrere Tests gemacht, die sind alle negativ. Ich bin geheilt. So, ne? Und wisst ihr, ich war das zweite Mal, ich hatte Corona mal aus Reading mitgebracht, von Bethel, da ist es nicht so, da ist man nicht so mit, da gab es das nicht. Und meine Frau hat mich dann ausquartiert in unsere Church, da muss ich dann wohnen. Und als ich das zweite Mal hatte, hat diese junge Dame in einem Meeting mit mir, als ich da aus der Quarantäne mit ihr geskypt habe, hat sie gesagt, Carlos, und sie ist nicht wirklich gläubig, sie ist so ein Stück weit in der Kirche aufgewachsen, so, ne? Und sie sucht schon, und hat sie gesagt, jetzt bete ich für dich. Wie cool ist das? Das ist so cool. Und das sind natürlich auch Wunderwirkungen und Kraft. Und Heilung ist auf jeden Fall so. Wir können aber Wunder auch nicht machen, das muss der Herr, deshalb ist es auch so gut. Okay. Lasst uns kurz drauf, also Galater 5,22, ne, das ist eben die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. So, ne, das ist wichtig. Das ist die Frucht des Geistes. Und dann haben wir eben Kraft und könnt ihr im 1. Korinther 12 oder Römer oder auch Petrus lesen, ne? Ich habe mal 1. Korinther 12, so, ne, und das sind verschiedene Dinge. Es ist ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, es ist Glauben, so die Gabe des Glaubens, es sind Gnadengaben der Heilungen, Wunderwirkung und so weiter. Nachher sage ich euch noch ein bisschen mehr dazu. Aber was mir wichtig ist dabei, ist Folgendes. Ich habe euch das mal, ich habe euch eine Taube mitgebracht. Es ist nicht wirklich eine Taube, es ist ein Adler, aber es soll eine Taube sein. Okay? Und wisst ihr was? Wenn der rechte Flügel Kraft ist, und der linke Flügel Frucht, und es ist so ausgeprägt, dann funktioniert es nicht. Diese Taube wird nicht fliegen können. Und wisst ihr, für mich ist es so, wenn ich montags morgens ein Sauknabbel bin, ja, wenn ich Menschen nicht gut behandle, wenn ich nicht sie in Liebe behandle, wenn ich nicht so und so zu ihnen bin, warum sollten sie zu mir kommen und für sich beten lassen?
Warum sollten sie sagen, boah, wenn der Carlos oder Katja oder wer auch immer in der Leitung etwas empfangen haben von ihrem Gott oder auch wenn sie gläubig sind von Gott und wir benehmen uns aber völlig daneben, warum, das hat keinen Wert. Das ist nicht gut. Es ist immer gut, wenn jemand geheilt wird, versteht mich nicht falsch. Aber wisst ihr, der Herr mag es auch, wenn wir in seine Ordnung gehen. Und deshalb ist es wichtig, dass diese beiden Flügel gleich ausgeprägt sind. So ein bisschen unterschiedlich ist völlig normal. So, ne, dass der eine, der betet am liebsten für Heilung und für Kraftwirkung und der fällt rechts vom Pferd voll gut. Und dass der das ein bisschen weniger macht und sagt, ja, aber die Liebe ist immer, und es ist auch der Kitz zwischen allem, ja, aber der ist mehr links und das ist voll gut. Was mir wichtig ist, lasst uns darauf achten, dass beides da ist. Weil damit sind wir auch ein gutes Zeugnis für die Menschen um uns herum. Weil wir wollen ein Zeugnis sein. Wir wollen wirklich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und deshalb lasst uns ein gutes Zeugnis sein. Okay? Okay. Und ich möchte jetzt mit euch ein Stück weit in die Gnadengaben reingehen, weil mir das einfach wichtig ist. Und auch, was brauchen wir praktisch für die Gnadengaben? Wir brauchen eine Erfüllung im Heiligen Geist. So, und mit dem Heiligen Geist. Die einen sagen, es ist eine Geistestaufe und die anderen sagen, es ist eine wiederkehrende Füllung. Das ist mir völlig wurscht. So, bei mir war es nicht diese Geistestaufe, wham, der Herr kommt und schmeißt mich zu Boden und ich fange an, in Sprachen zu beten. Bei mir war es ein immer wiederkehrendes Gefülltwerden. Und ich glaube, ich laufe in den Gaben, ich laufe in dieser Spur, ich liebe es, mit dem Heiligen Geist zu interagieren. Aber wisst ihr was, es war nicht dieses Wham. Und gleichzeitig hatten wir genauso oft Menschen, die wirklich Wumms auf den Boden gestreckt wurden und angefangen haben, in Sprachen zu beten. Oder das Schlimmste, was passieren kann, das sage ich euch, das Anstößigste. Weinen ist okay, aber lachen, stundenlang lachen. So, das ist Wumm, das ist ganz schlimm. Kann aber passieren. Und wir lassen das voll zu und wir genießen das, wenn es vom Herrn ist. Total. Okay. Und aber es braucht einfach eine Erfüllung. Und dann ist die Frage, wie kann ich mit ihm leiten? Und da gibt es eben die verschiedenen Gnadengaben. Ihr seht dort nur mal die Offenbarungsgaben und die Sprachengaben. Es gibt noch ein paar andere, die Kraftwirkung und so weiter. Aber ich will jetzt einfach mal auf die Offenbarungsgaben eingehen. Ja, zum Beispiel ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis und Sprachengaben, da ganz besonders die Gabe der Prophetie. Okay? Dass wir einfach da ein Stück weit einsteigen, um uns da ein bisschen zurechtzufinden. Und ich möchte zuallererst mal darauf kommen, wie hören wir eigentlich Gottes Stimme? Und kann das eigentlich jeder? Und in Johannes 10, da lesen wir eben diesen sehr berühmten Vers, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Also, sie hören meine Stimme. Und übrigens am Ende steht, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das ist so eine wichtige Sache. Und das geht wahrscheinlich euch sogar so, dass vielleicht ihr Leute kennt, ihr kennt wahrscheinlich, hier sind keine, aber ihr kennt Leute, die nicht sicher sind, ist mein Glauben, hält der Stand? Bin ich wirklich errettet? Ich will euch um eines bitten. Und ich greife vor, Wort der Erkenntnis. Ich will euch um eines bitten. Wenn Menschen neu in eure Kirche kommen, wir haben das jetzt verankert, wir machen uns jetzt über Mitgliedschaft Gedanken, dann fragen wir sie, wie war eigentlich dein Bekehrungserlebnis? Sag uns das mal kurz. Weil wisst ihr was, ich habe mich mit über 20 bekehrt und es war ein Aufruf in einem riesen Ding. Mein Herz hat gepocht, ich saß neben meiner Frau, sie war schon, glaube ich, alle ihre Freunde auch, ich nicht. Und mein Herz hat gepocht. Ich habe gemerkt, du bist gemeint, Carlos. 1000 Leute in dieser Halle. Und ich habe versucht, meine Tränen zu unterdrücken, weil es mir peinlich war. Und ich bin nicht aufgestanden nach vorne gegangen. Jahrelang habe ich gedacht, das war nicht echt. Du bist nicht bei Jesus. Du hast es nicht geschafft, du bist nicht aufgestanden. Du warst nicht vorne. Und wisst ihr was? Letztens stand ich mit einem Mann, der 65 ist, im Flur unserer Church, im Flur vom Lighthouse. Und es war ein super Abend und so. Und ich habe dann mit ihm gesprochen, so, hey, wie geht's dir gerade? Was ist so? Ja, man hat so seine Sachen, ne? Und auf jeden Fall, danke, ja, das war, wir sagen einfach, es war eine Plage von Gott, die du da gerade getötet hast. Und ich habe halt gefragt, hey,
wie geht's dir? Und er sagt, ja, so gut, man hat halt so seine Sachen und so, ne? Oh ja, wie jetzt? Ja, man kämpft so, ne? Und man ist ja nicht immer so sicher. Und auf einmal bekomme ich ein Wort der Erkenntnis. Und da geht es jetzt darum, ich glaube, jeder von euch kann genauso Worte der Erkenntnis, der Weisheit und sonst was bekommen. Mein Wort der Erkenntnis war, Carlos, erzähl diesem Mann, weil ich wollte ihn nicht fragen, sondern ich soll es erzählen, deine Bekehrungsgeschichte. Dass ich da saß, es nicht gesagt habe, mich jahrelang geschämt habe und so weiter. Und wisst ihr was? Ich habe ihm diese Story erzählt und dann steht er mit Tränen in den Augen vor mir und sagt, Carlos, so geht es mir seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren geht er jede Woche in den Hausgeist, jede Woche in die Church, jede Woche und hat keine Heilsgewissheit, fühlt sich nicht dazugehörig. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Das machen wir klar, das checken wir gerade, du kriegst gerade von mir den Stempel. So, komm, wir lassen die Nacht nicht vergehen, ab ins Zimmer. Und dann haben wir gebetet, wir haben eine Lebensübergabe gemacht und der Mann ist frei da rausgegangen. Ja, der hat das erste Mal in seinem Leben gemerkt, wow, ich gehöre wirklich dazu. Und dann war es jetzt vor kurzer Zeit wieder in der Church, also wir reden jetzt über ein Wort der Erkenntnis. In der Church, wo wir Gottesdienste haben, wir haben jetzt jeden Sonntag haben wir seit einiger Zeit Gottesdienste, wir sind noch nicht lange unterwegs, es werden mehr Leute und aber das ist jetzt nicht immer so, dass ein paar hundert Leute da sitzen, wo du weißt, das sind Heiden, alles voller Heiden, so, ne? Nee, gar nicht. Aber es war gut voll und wir haben einen super Gottesdienst gehabt, viel zu lange. Und es war keine evangelistische Predigt, es war keine hinführende Musik. Eigentlich waren wir fertig, an der Tür stand jemand, der hat so gemacht zu mir. Und auf einmal merke ich innen drin, der Herr sagt, Carlos, frag, frag. Und ich so, ah, Mist. Und jetzt stehe ich da, keine Musik. Also wäre wenigstens Musik gewesen. So, ne? Wäre wenigstens Musik gewesen. Nichts. Keine hinführende Predigt. Und ich sage, okay. Hey, wisst ihr, was die wichtigste Frage in deinem Leben ist? Also, long story short, ich habe gefragt, ich habe 7 Minuten ausgehalten. Am Anfang kamen alle Fragen, Carlos, wenn du jetzt fragst und keiner hebt die Hand, shame on you. Ich habe mich geschämt. Was ist, wenn sich keiner meldet? Was ist, wenn nichts passiert? Okay, dann musst du so eine andere Frage stellen. Wer will das nochmal festmachen? Nein. Hey, nee, es war straight. So ist es. Und wisst ihr was? Einfach so sonntags, 4 Leute haben sich gemeldet. 4 Leute. So. Übrigens 2 Wochen später 2. Also, und deshalb sagen wir jetzt, jedes Mal, wenn wir Gottesdienst haben, wollen wir, wenn wir es nicht irgendwie versemmeln, die Frage stellen, willst du dein Leben Jesus geben? Weil was wäre, wenn da jemand sitzt, der darauf wartet und es wird nicht gemacht? Und in dem Moment war es wieder so, es war eine Frau dabei, die ewige Zeiten mit dabei ist und die hat nachher gesagt, Carlos, gut, dass du bis zur letzten Sekunde gewartet hast. Es war noch nie so schwer, diese Hand hochzukriegen. Und sie ist eigentlich seit 40 Jahren dabei oder 30. Sie hat im Chor gesungen, Dingsarbeit gemacht, überall mitgearbeitet und sie sagt, in dem Moment, wo ich die Hand heben sollte, da habe ich gedacht, boah, ich schäme mich. Guck mal, die sagen alle, ich bin eine Lügnerin, ich habe überall mitgemacht. Und so. Und jetzt ist sie frei. Und sie kann mit ihrem Mann beten, der ein mega Nachfolger auch ist. Und sie auch übrigens. Aber wie cool ist das? Und wisst ihr, das ist ein Wort der Erkenntnis. Und wir müssen diesen Worten nachgeben. Manchmal spricht der Heilige Geist so ganz leise. Ich muss weitermachen. Okay. Wie spricht Gott? Okay. Wir denken immer, wenn ihr wollt, könnt ihr es euch ja auch abfotografieren oder so. Wir denken immer, ja, der Herr spricht in prophetischen Worten. Also, ne, da kommen mächtige prophetische Worte oder eine Feuersäule. Also, ich habe am liebsten Feuersäulen, weil dann ist klar, ist vom Herrn. 80 Meter hoch, so, ne, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ne? Ich liebe Feuersäulen. Und Ich will es einfach mal ein Stück klarer machen. Gott spricht eben nicht nur auf diese eine Weise. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich prophetische Bilder, prophetische Eindrücke haben möchte, dann muss ich mich in eine bestimmte Situation bringen. Also mich hinsetzen zum Beispiel und beten oder Worship hören oder so. Oder eine gewisse Einleitung, Bibel lesen und dann
war es aber so, ich fahre mit dem Auto, ich stehe unter der Dusche, putze mir die Zähne, beim Rasieren ist mega stark. Und so. Und auf einmal kommen da Gedanken. Ich denke, boah, das könnte von Gott sein, habe ich damals immer gedacht. Und irgendwann habe ich gelernt, Gott spricht auf eine ganz individuelle Weise zu mir und wahrscheinlich zu euch auch. Und ich will euch einfach sagen, zu jedem von euch spricht Gott. Was es braucht, ist eine Hinwendung, eine neue Hinwendung zur Person des Heiligen Geistes, also eurem besten Freund. Morgens früh, wenn ihr aufsteht, macht die Augen auf, sagt, Heiliger Geist, was machen wir heute? So sagt hier Maria Brean immer, ne? Die ist ja sehr quirlig, die war mal bei uns. Nur was machen wir heute Schönes? So, ne? Aber das ist wirklich so. Ich sage euch gleich noch was über das Sprachengebet. Ich renne ständig rum. Und Veronika ermahnt mich schon mal. Dann renne ich durch den Edeka, Schella, Karabashia, Kunaki. Und so, ne? Zack! Und renne da rum und so, ne? Dann, manchmal sehen mich vielleicht Leute und denken, ups, so, ne? Aber das mache ich ständig. Ich laufe ständig rum. Paulus hat gesagt, kommt glaube ich gleich noch, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Gut, er war ziemlich eingebildet, der Paulus, an der Stelle. Aber er musste es auch. Er brauchte das. Unser Geist betet. Stellt euch mal was vor. Ein Bild. Keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Jesus steht, sitzt. Manchmal steht er, wenn er Leute aufnimmt im Himmel. In seinem ewigen Fürbitteamt neben dem Thron Gottes. Und er tritt in Seufzern, in ewiger Fürbitte für uns ein. Stellt euch mal was vor. Wenn wir in Sprachen das beten, was Gott, was Jesus sagt, was für eine Kraft ist das? Was für eine Kraft ist das, wenn unser Geist das betet, was Jesus ihm eingibt und wir das aussprechen? Deshalb baut es uns auf. Deshalb hat das Kraft. Genauso wie eben auch andere Dinge, die wir nachher nochmal sehen. Also, Gott spricht auf unterschiedliche Arten und Weisen. Es ist nicht nur ein prophetisches Bild. Lass uns das mal klar sagen. Sondern er spricht durch die Bibel. Die Bibelstellen findet ihr da, es gibt noch mehr. Er spricht durch Umstände. Das ist total goldig. Thomas hat ja dieses Wahl, I ate Jonah. So, ne? Also es kann sein, ist jetzt bei uns wäre schwierig, weil wir nur so einen Bach haben, dass Gott einen Wahl schickt, der frisst dich auf und spuckt dich aus. Jonah wollte nicht nach Ninive und verkünden, ihr müsst sterben. Er wollte das nicht, weil er wollte Ninive nicht gerettet sehen. Aber Gott wollte das, also hat er ihn dahin gebracht. Weiser Ratschlag, Weisheit, Buch der Sprüche. Frieden, hey, ist die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, bringt die mir Frieden? Ja, das kommt vom Heiligen Geist. Wenn ich Frieden für was habe, dann ist es ein gutes Zeichen. Wenn ich aufgewühlt bin, sage, boah, ich weiß es eigentlich nicht. Auch das, was heute Morgen der Ben gesagt hat, so, oh, das war eigentlich nicht richtig, was ich da gemacht habe. Bring es in Ordnung. Und dann hast du wieder Frieden. Also Frieden ist so ein Indikator. Menschen. Wisst ihr, es gibt ganz viele weise Berater. Auch da noch ein Ratschlag. Bitte, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, Mann oder Frau, such dir einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter, einen Mentor, eine Mentorin. Das ist ganz wichtig. In meinem Leben war es so wichtig und es ist immer noch, also und noch viel mehr, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mir Ratschlag geben. Die sagen, Carlos, das habe ich schon mal durch. Oder die sagen, in dem Moment, ich bin einfach bei dir. Oder die zusprechen. Oder die sagen, hey, das finde ich nicht gut bei dir. Ich halte dir mal einen Spiegel vor. Das ist ganz wertvoll. So spricht Gott auch. Nicht durch Menschen, die uns nicht gut wollen. Nicht durch Menschen, die aus der, na, so, aber hey, wenn du da Vertrauen hast. Träume und Visionen. Gibt es viele Beispiele. Unsere Gedanken durch die Schöpfung, durch übernatürliche Manifestation und schließlich auch durch ein Flüstern. Das sind wirklich so Dinge, wie Gott einfach spricht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich will euch noch ein Beispiel geben, wie auch der Heilige Geist ganz konkret spricht. Vielleicht könnt ihr eure Bibel mal aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Apostelgeschichte. 13, Vers 2 und 3. Da steht,
Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Hey, die haben gebetet und gefastet, und auch da will ich euch nochmal was einfach einen Rat geben. Egal, ob du in der Leitung von einem Unternehmen bist oder in der Kirche oder eine kleine Gruppe leitest oder deine Family oder whatever. Manchmal machen wir es uns vielleicht einfach. Wir sagen, komm, wir beten mal, oder wir fragen andere, betet mal, und dann passiert was und dann kriegen wir Rat oder so. Manchmal, meistens, möchte Gott in dieser Sache unser Herz verändern. Wir zum Beispiel im Leithaus, wir nehmen uns 2 Wochen explizit im Jahr, einmal so am Anfang, einmal am Ende eher, wo wir konkret 1 Woche lang fasten und beten, um auf den Herrn zu hören, unser Herz auszurichten. Und ich kann euch was sagen, jedes Mal passieren wirkliche Durchbrüche in unserem Leben. Jedes Mal. Und deshalb ist es auch für dich nicht weg und fern, dass du sagen kannst, hey, ich habe da was auf der Firma oder im Shop oder wo auch immer, und ich faste mal. Es muss nicht immer eine Woche sein oder 21 Tage oder 40. Es kann ja auch einfach mal ein Tag sein. Oder du verzichtest auf bestimmte Sachen. Der Herr möchte schon, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Es ist nicht so, das ist kein Prosperity Gospel. Also ich bin kein Vertreter davon. Habe auch jetzt hier noch keinen auf der Bühne gesehen, der das verkündigt hat. Es ist nicht so, dass alles nur kommt. Nee, Gott möchte auch, dass wir verändert werden da drin. Und am besten ist es, wenn wir uns zu ihm neu zuwenden. Deshalb auch beten und fasten. Und ich finde es mega gut, das Beispiel. Nächstes Beispiel, Apostelgeschichte 13, 9 bis 12. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist. Du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Also, ein Wort der Erkenntnis oder Unterscheidung der Geister, wo er klar einen Eindruck bekommt und es ausspricht. Das ist total wertvoll. Das brauchen wir manchmal. Und ich erzähle euch gleich noch eine kurze Story. Wie lange darf ich eigentlich? Das wird jetzt so. Ein letztes. Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Also, die waren auf ihren Revival-Tours. Und dann lesen wir, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Also der Heilige Geist hat sie gehindert, nach Asien zu gehen. Der Heilige Geist hat sie gehindert. Als sie aber in der Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber in Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Story: Paulus bekommt eine Erscheinung in der Nacht, er soll nach Mazedonien gehen. So, das macht er. So spricht der Heilige Geist. Wir brauchen aber die Antennen. Und wisst ihr, was wir jetzt mal erlebt haben? Wir hatten morgens eine Feier, und bitte versteht das Beispiel jetzt richtig. Wir hatten morgens eine Gottesdienstfeier und wir haben so stark die Gegenwart Gottes gespürt. Das war so stark. Und nachmittags waren wir in einem Gottesdienst woanders. Es war ein Programmpunkt nach dem anderen, ein Freund von uns wurde eingesegnet, also ordiniert, und es war so, wow, ganz schlimm. Und abends sagt meine Frau zu mir, Carlos, das ist unfair. Warum haben wir morgens diese Fülle im Heiligen Geist erlebt? Wir haben berührt, Menschen haben geweint, alles, und nachmittags war es so, als wenn der gar nicht existieren würde. Und dann ist mir ein Bild gekommen, so ein ganz krasses Bild. Und es war, hey, in Gemeinde A und Gemeinde B ist Gottesdienst um 10 Uhr. Und der Heilige Geist steht vor der Tür und sagt, boah, ich möchte euch dienen. In Gemeinde A und B. Und er sagt, ich will euch dienen. Ich möchte euch alles schenken. Ich möchte euch alles geben. Ich möchte wirklich Herberge nehmen bei euch. Wunder tun. Und Gemeinde A sagt, das ist uns zu gefährlich. Wir haben unseren Ablauf, der ist so und so getaktet. Und wenn überhaupt, dann kannst du mit einem prophetischen Wort durch jemanden kommen, wo wir es mit einem Bibelwort verbinden. Sonst nicht. Und Gemeinde B sagt, sei willkommen. Mach mit uns, was du willst. Weil wir wissen, dass Jesus dich geschickt hat.
Wir wissen, dass du Gott bist. Wir wissen, dass du das Beste willst. Wir wissen, dass du uns stärkst und heiligst. Hey, wo will er wohl sein? Er wird traurig vor Gemeinde A den Rücken kehren und sagen, sie wollen mich nicht. Und wisst ihr, das ist leider einfach so. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir müssen uns neu dem Heiligen Geist zuwenden. Nochmal, Jesus wird größer, der Vater wird größer, die Bibel wird wichtiger. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn und seine Gnadengaben. Sprachengebet. Ich habe es euch eben schon gesagt. Paulus hat gesagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Ich muss euch ermutigen, streckt euch danach aus. Das Sprachengebet, und lasst mich auch das sagen, ist nicht die Voraussetzung, bist du mit dem Heiligen Geist gefüllt oder nicht. Ich bin nicht Vertreter dieser Lehre. Ich kenne genug Leute, wirklich Worship-Leiter, die nur so vom Herrn strotzen. Und sie haben das Sprachengebet nicht und sie strecken sich aus, aber sie bekommen es nicht. Und andere, die ständig in Sprachen reden und beten und so. Das ist nicht ein Zeichen, habe ich den Heiligen Geist oder nicht. Aber ich möchte euch einladen, streckt euch aus. Und jetzt auch nochmal als für euch Leiter, was Wichtiges, wo ihr eine kleine Gruppe oder eine größere leitet. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, dass wir danach streben sollen. Strebt danach. Das Wort dahinter ist, streckt euch danach aus, tut alles, eifert danach, fast schon seid neidisch danach. Also wir als Leiter sollen alles tun, damit die Menschen, die uns anvertraut sind, in den Gnadengaben wachsen können. Sie lehren, es ihnen vormachen, Vorbild sein, geschützten Raum schaffen, dass sie üben können, sie anleiten und sie ermutigen. Das heißt, dieses kleine Wörtchen strebt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir danach streben. Und der Heilige Geist baut uns auf. Ja, nochmal, der Geist betet. Es ist unerschöpflich, was daraus an Kraft kommt und an Ermutigung. Deshalb strebt danach. Und vielleicht auch da noch, wer das Sprachengebet noch nicht hat und möchte das haben, auch das, dann lasst uns einfach auch vielleicht später dafür beten, wer das einfach möchte. Und lasst uns schauen, was passiert. Wir haben so gute Erfahrungen damit, dass der Herr einfach dann die Lippen und die Zunge berührt und da auf einmal was kommt. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Wisst ihr, Jesus hat das gesagt. Johannes 14 lesen wir das. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich nun zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Da spricht Jesus wirklich, hey, es gibt Werke und Wunder, dann glaubt wenigstens daran. Das ist ein Teil unseres Dienstes. Lass das nochmal sagen. Jesus selbst sagt, und er hat, also Wunder und Werke waren mega Teil seines Dienstes. Das soll auch ein Teil unseres Dienstes sein. Und lasst uns das auch nicht beschränken auf die Church, sondern wirklich auf den Alltag. Wir wollen Wunder im Alltag sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Größere tun, als ich tue. Und was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wisst ihr, das ist so stark. Und die Zeit reicht jetzt leider nicht mehr aus, um über praktische Gaben, Offenbarungsgaben, Sprachengaben und Kraftgaben zu sprechen. Ich möchte euch aber noch ein paar einfach Zeugnisse geben, wie ihr in eurem Alltag gehen könnt, bevor wir dann auch nachher einfach nochmal aktivieren. Aktivieren heißt nicht, wir machen mechanisch was, sondern einfach, wir laden den Heiligen Geist ein, in unser Leben zu kommen. Immer wieder neu, das wissen wir, das haben wir gelernt, Apostelgeschichte 1, 2, 4 und so weiter, ne, können wir durchgehen. Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit hatten wir schon ein bisschen, lassen wir mal weg. Unterscheidung der Geister, ich möchte euch ein Beispiel geben, ein wichtiges Beispiel. Begab es sich so bei uns im Lighthouse, also in unserem Kirchen-Startup. Wir sind im letzten Jahr gestartet. Im Oktober sind wir Kirche geworden.
Vorher waren wir so eine Tankstelle einfach für die Region. Verschiedene Denominationen sind auch zu uns gekommen. Ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Weil die haben jetzt auch sonntags natürlich ihre Gottesdienste und so. Und dann gibt es auch so ein bisschen die Dinge, ne? Ich gehöre dazu, dazu. Und das ist mega gut. Okay. Wir waren dann am Anfang riesig viele Menschen. Also der erste Gottesdienst waren, glaube ich, 80 Leute und 20 Kinder. So. Für so ein Startup. So, ne? Das war schon richtig viel. Das hat uns mega überrascht. Und dann ist es ein Stück weit runtergegangen. Und auf einmal haben wir gemerkt, da liegt irgendwas drauf. Da kommen keine neuen Leute mehr. Da ist irgendwas passiert. Da kommt auch keiner mehr zum Glauben so richtig. So gegen Ende des Jahres. Und wir konnten es nicht einschätzen. Und worüber ich jetzt rede, ist Unterscheidung der Geister. Die Gabe der Unterscheidung der Geister. Okay. Und wir wussten nicht, was passiert hier eigentlich mit uns. Es war so eine gedrückte Stimmung. Und offensichtlich war kein Streit. Aber was war, ist, dass immer irgendwie so unterschwellig so Sachen kamen, da haben Leute mit anderen getuschelt, da haben Leute mit anderen im Hintergrund geredet oder in der Küche, bis jemand reinkam. Also das war so irgendwie nicht greifbar. Und wenn du mit den Leuten gesprochen hast, hat keiner was Doofes gesagt. Ja, nein, die sind total lieb, so, ne, die sind super, aber das und das fand ich ein bisschen komisch. Oder, ja, nee, die haben ja ein Herz, aber im Prophetischen habe ich das und das gesehen. Und das hat so was Schlimmes mit uns gemacht. Und in der Spitze war das so schlimm, dass meine Frau wirklich komplett angegriffen war und dass ich wirklich Angst um sie hatte. Wirklich Angst. Also nicht eine Angst wie, ja, dir geht's jetzt doof und du hast zwei doofe Tage, sondern Angst um meine Frau. Und es war so heavy und wir konnten es nicht einschätzen. Wir konnten nicht wissen, woher das kommt. Aber das ganze Team war komplett zerstört. Irgendwie, es war ganz komisch und niemand kam mehr dazu. Und dann war ich an einem Morgen bei einem Meeting von so einem Netzwerk und ich wollte nicht hin. Es sind Freunde von mir, ich wollte nicht hin, aber ich habe es dann ihnen zuliebe getan. Ich musste 2 Stunden so über Land fahren und auch wieder 2 Stunden zurück. Und ich bin da hingefahren und Johnny Nimmo ist es und seine Frau Jana und auch noch ein anderer Prediger, ein richtig cooler Typ, die haben dann in einer Session über den Geist von Isabel gesprochen. Und ich habe mir irgendwie, ich habe das so noch nie gehört und habe mir alles mitgeschrieben. Und da habe ich gedacht, okay, Moment, irgendwie, du musst es aufschreiben, ohne dass ich wusste, wofür. Und dann hat sich das zugespitzt und irgendwann habe ich gemerkt, guck noch mal rein. Guck noch mal rein in deine Notiz. Und dann habe ich gemerkt, okay, Moment, Isabel, da war doch Elia. Elia hat den größten Sieg seines Lebens gehabt. Das war das Größte. Er war am Berg Karmel, er hat die Baals-Prediger vorgeführt, er hat 450 hingeschlachtet, was er nicht sollte, er hat nicht den Auftrag. Und das war der größte Sieg. Also ich meine, und dann hat es regnen lassen, also Gott hat es durch ihn regnen lassen. So, hey, hätte er nicht wirklich selbstbewusst und stark und bestätigt da rausgehen können? Und dann reicht es, dass Isabel sagt, ich will den Kopf, ich will ihn töten. Und es führt dazu, dass er sich verkriecht, die 7000 übrig geblieben im Land nicht sieht. Alle Verheißung, allen Sieg Gottes, er konnte nichts mehr sehen und er verkriecht sich unter einem Baum und sagt, ich will sterben. Das ist der Geist von Isabel. Es ist nicht nur so, dass der schlimme Sachen sagt, nein, der will töten. Und wisst ihr was? Viele, viele hundert Jahre später wiederholt sich das Ding, also es wiederholt sich auch sonst wo, aber es wiederholt sich mit dem letzten alttestamentlichen Propheten, mit Johannes dem Täufer. Ich finde übrigens, Ben sieht eher aus wie Johannes der Täufer als Jesus. Nein, er wird es mir verzeihen. Total cool. Ein Mann voller Glauben. Und er hat dem König gesagt, so wie du lebst, das geht nicht mit deiner Nebenfrau und bla. Und so, ne? Und der König hat gesagt, ja, das geht doch nicht. Und die Frau sagt, ich will den Kopf des Propheten. Sie bekommt ihn nicht. Und eines Tages tanzt die Tochter vor dem König und seinen Gästen. Und der König sagt, ich werde dir die Hälfte meines Königreiches schenken oder alles, was du willst. Wie sie getanzt hat, können wir uns vorstellen. Und auf einmal nimmt die Mutter die Tochter in den Flur und sagt, wir wollen nicht das halbe Königreich. Wir wollen den Kopf des Propheten. Und dann muss der König den Propheten köpfen lassen, seinen Kopf bringen lassen. Das ist der Geist von Isabel.
Und auf einmal haben wir gemerkt, da ist was drin. Und es geht nicht um die Menschen. Ja, es geht jetzt nicht um die Menschen. Weil Jesus dreht sich zu seinem besten Freund um und sagt, nicht Petrus, sondern er sagt, Teufel, schweig still. Hey, es kann uns, jedem von uns passieren, dass irgendwas Dämonisches in dem Moment auch von uns wirklich da was übernimmt und uns beeinflusst. Also, wir sprechen nicht über die Menschen, wir sprechen über den Geist. Und als wir das gemerkt haben, habe ich diesen Geist konfrontiert. Du musst aber wissen, wer es ist. Ich war mir sicher, das ist der Geist von Isabel. Das ist Geisterunterscheidung. Und in dem Moment, wo ich es getan habe, wusste ich, es wird fies. Und es ist richtig explodiert. Und 2 Wochen später war es rum. Die Menschen sind gegangen, haben uns verlassen, das ist alles gut. Ab dem nächsten Tag sind neue Menschen gekommen. Es ist eine Freiheit eingekehrt, die groß ist. Es kommen regelmäßig Menschen zum Glauben. Es werden Menschen geheilt. Es werden Menschen befreit. Es werden Menschen frei von Süchten. Es passieren wirkliche Wunder. Aber vorher war dieser Geist drauf. Und wisst ihr was? Jedes Mal, wenn wir uns im Team irgendwie nochmal drüber unterhalten haben, kam etwas auf die Menschen. Und vorher übrigens, wenn sie sich mit einer der Personen unterhalten haben, haben mir 2, 3 berichtet, wir haben gesprochen und eigentlich war es gar nicht schlimm. Es war lang, aber es war nicht schlimm. Aber mir war nachher so schlecht. Ich muss mich fast übergeben. Hey, selbst wenn wir nur darüber sprechen, dieser Geist ist nicht die Person, die in der ersten Reihe sitzt. Der Geist ist ein Geist. Dann machen wir die Tür wieder auf. Und deshalb haben wir gesagt, nein, wir verbannen diesen Geist, der übrigens es immer auf den männlichen Hauptleiter abgesehen hat. Wenn es mit dem nicht geht, dann mit den Leuten drumherum. Und will Macht und jemand anderen positionieren, meistens nicht selbst. Kommt oft mit prophetischen Worten, stellt sich selbst als den größten Propheten dar und wird mega, mega aggressiv, wenn du ihn bedrängst und wenn du ihn konfrontierst. Das ist Unterscheidung von Geistern, das ist ganz wichtig für uns, dass wir in dem gehen. Und wisst ihr was, wenn ihr so ein Gefühl nur habt, dann holt euch Rat. Wenn ihr selbst nicht die Erfahrung da drin habt, dann holt euch einfach Rat von Menschen, die das können. In dem Fall bei mir war es Gerhard Pross und Johnny, die darüber gepredigt haben, wo ich wusste, boah, so kann ich damit umgehen jetzt. Ja, holt euch Rat. Okay, Sprachengebet hatten wir schon. Also, ich komme zum Ende, weil wir müssen zum Ende kommen. 5 Minuten, das ist super. Der Unterschied ist schlicht, es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Also mach es mit Gott selbst. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ne? Ein Gott, 3 Personen. Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Ich will euch nur die letzte Folie kurz zeigen. Ihr könnt bei uns auf der Homepage eine Lehrserie finden, Heiliger Geist, der unterschätzte Gott, wo wir 3 Teile haben, der Heilige Geist in mir, der Heilige Geist auf mir und dann nochmal ein Special über Gnadengaben, Manifestation. Wir haben auch Videos dazu auf unserem Kanal. Wir haben es so aufgearbeitet, dass Menschen, die aus einem Hintergrund kommen, der vielleicht evangelikal, konservativ, whatever ist, das gut verstehen können. Wir haben Dinge von Grudem und von Jack Deere und so weiter verarbeitet, ne, die ja auch eher aus dem evangelikal-Brüderbereich kommen, damit alle sich da auch wiederfinden. Und das erwartet jetzt nicht ein Buch wie von Heiner Christian Rust, aber wir glauben, es ist eine gute Grundlage und da stehen ein paar gute Tipps drauf. Wie gesagt, und im YouTube-Kanal, da lehrt auch zum Beispiel auf unserer Komm und Sieg-Konferenz der Christoph Domes von Berlin auch noch ein bisschen über den Heiligen Geist, da könnt ihr auch noch reingehen. Ja, das war jetzt nur ein kleiner Abriss, aber ich glaube, was ich euch gerne sagen wollte, ist, wendet euch einfach immer wieder, jeden Tag und neu dem Heiligen Geist zu. Vertraut darauf, dass er bei euch sein will, dass er wirklich dieser beste Freund, dieser Anwalt, dieser Ratgeber, Weisheit ist. Ja, wir können es nicht ohne ihn machen. Und ich würde euch schlicht einladen, weil wir machen das immer so, wenn ihr wollt, lasst uns einfach aufstehen und zusammen beten und einfach den Heiligen Geist nochmal neu einladen in unser Leben. Also wie gesagt, es braucht keine neue Geistestaufe vielleicht nochmal. Das ist mega kostbar und schön. Aber es ist schlicht so, wer seinen Vater um einen
ein Brot bitten wird, dann wird er keinen Stein geben und so weiter. Also wir dürfen Gott einfach bitten und er freut sich so sehr, uns seinen Heiligen Geist zu schenken. Und vielleicht beten wir einfach zusammen und du betest mir nach. Wir strecken vielleicht so die Hände aus. Das ist einfach so ein Zeichen, wo, hey, wir sind wirklich bereit, wir wollen das gerne. Komm, du bist willkommen. Und Herr, ich danke dir einfach jetzt für diese Zeit. Ich danke dir für diese kostbare Zeit, für eine Zeit mit dir, Jesus. Wir schauen auf dich. Du bist mehr als genug. Du bist das Schönste, was wir uns vorstellen können. Du hast den schönsten Namen aller Namen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns ein unfassbares Geschenk gemacht hast. Dass du gesagt hast, es ist gut, dass ich gehe. Aber ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich will den Vater bitten, euch den Heiligen Geist zu schicken. Den Parakletos, den Freund, den Helfer, den Anwalt. Danke, Heiliger Geist, dass du mit jedem von uns sein willst. Danke, dass du uns größere Dinge tun lassen willst. Danke, dass du erneuern willst, dass du heilen willst, dass du uns ausstatten willst. Du willst nicht, dass nur einer hier rausgeht ohne deine Kraft. Und vielleicht betet ihr mir jetzt nach. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Wir schauen dich an. Und Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir lieben dich. Und wir sagen, komm. Komm, Heiliger Geist. Erfülle mich neu mit deiner Kraft und deiner Liebe. Erfülle mich mit deinen Gnadengaben. Komm mit Weisheit, mit Unterscheidung und mit Kraft. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir lieben dich. Unser Leben ist verändert durch deine ewige Rettungstat am Kreuz. Amen. Amen. Das ist es, was wir tun können. Seid sicher einfach, dass wirklich was passiert ist. Dass nicht nur so ist, wir haben was nachgesprochen, sondern dass es reell ist. Wir laden den Heiligen Geist ein. Wir loben Jesus und er kommt und er wird dein Leben verändern. Amen. Yeah.